Und ja, wir machen weiter. Ich moderiere kurz an. Hallöchen, Freunde. Willkommen zurück zu Stardew Valley mit Jeremiah Jebediah auf der Uxti-Buxti-Farm. Wir sind hier in unserem Bett und ich schaue mir jetzt erstmal den Wetterbericht an. Wir haben das Ganze jetzt auf Deutsch gestellt. Jetzt verstehen wir auch, was die Leute von uns wollen. Ne? 2 Wochen sind wir hier, wir haben jetzt die Sprache gelernt. Ich glaube jetzt erstmal den Fernseher von dem Typen. Ach, Moment, ist ja meiner, scheiße. Stell mal wieder hin. Schauen wir mal, was da so läuft. Wetterbericht. Willkommen bei Kosovo 5, deiner Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Das heißt, morgen müssen wir selber gießen. Genau wie heute, so wie es scheint. Oder heute fallen die Blüten vom Himmel. Das ist ja schön. Ich ernte erstmal meine Böhnchen, denn jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, weiß man ja. Und gieße jetzt erstmal unser Zeug, was wir hier so haben. Denn wenn wir das nicht machen, dann gehen uns ja die Pflanzen ein und das wollen wir ja vermeiden. Billy, die Vogelscheuche, der gibt sich ja alle Mühe, mal rumzustehen und nett zu sein und so weiter. Einen Rage verpasst hast du einen, ja, einen relativ großen. Da ist jetzt ein ganz blödes Fahrstuhl-Level in Mario und das will ich jetzt halt erstmal nicht spielen. Also mal so gar nicht. So, und was ich mir jetzt vorgenommen habe, ist, dass wir uns wahrscheinlich mal ein bisschen mehr Essen organisieren und dadurch halt auch mehr Energie wiederherstellen können, dass ich hier auch mal ein bisschen mehr Zeug anpflanzen kann, weil ich möchte mal finanziell ein bisschen aufstocken, wenn das möglich ist. Und dafür möchte ich halt mehr Pflanzen haben. Die Sachen hier sind ja alle fast fertig. Aber ich möchte jetzt erstmal noch mehr anpflanzen. Und dann müssen wir mal schauen. Ich würde nämlich auch gerne in den Kalender gucken, wann die Dorfbewohner Geburtstag haben und denen dann halt Blumen oder so zum Geburtstag schenken. Da freuen die sich. Aber erstmal schauen wir, was wir vom Brief gekriegt haben. Ich habe gesehen, dass du die alte Mine erkundet hast. Du hast die Seele eines Abenteurers. So viel kann ich einmal sagen. Wenn du 10 Schleime erledigen kannst, hast du einen Platz in meiner Gilde verdient. Pass auf dich auf, Marlon. Marlon. Ja, Mensch, da dürfen wir in die Gilde. Das ist ja nett. Ja, Sprinkler-Hus-Hus, dafür brauchen wir doch noch Zeug. Ich schau mal, was wir für einen Sprinkler brauchen. Das steht da hier irgendwo. Sprinkler haben wir. Da. Ein Kupferbarren, ein Eisenbarren. Eisen haben wir noch nicht, also passt das schon. Ach ja, genau, wir haben noch eine Geode und so einen komischen Hundeschädel. Alten Hundekopf, den wir irgendwie abgeben können. So ein Werkstatt-Ding. Wenn du Leute aufregen willst, schenk ihnen die Bären. Was finden die an Lachsbären? Scheiße. Ich mag Lachs. Lachs klingt doch lecker. Was haben wir hier noch? Neue auf. Ja, okay. Ja, müssen wir in die Mine gehen. Gehen wir erstmal in die Stadt. Wir müssen wahrscheinlich einiges eh in der Stadt machen. Ich möchte noch neue Samen kaufen. Erstmal neue besamen. Ich esse mir jetzt erstmal kurz eine Bohne, dann haben wir mehr Energie. Dann können wir vielleicht nochmal kurz in die Mine gehen. Was wir auch noch machen wollten, ist halt das Silo kaufen. Ich denke, das geben wir jetzt auch gleich in Auftrag. Dann können wir das mal alles in einem Rutsch regeln. Und hier hat auch nichts auf vor dem Neuen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hoch zum Silo-Mädchen. Die war ja gestern beim Yoga oder sowas. Deswegen konnten wir das ja noch nicht machen. Aber gehen wir mal hoch. Vielleicht geht es ja jetzt. Mal am Busch geschüttelt und dreimal auf Holz geklopft oder so. Dann fragen wir mal, vielleicht geht das ja. Immer die Bärchen hier mit. Lachsbären, die heißen ja wirklich so. Mensch, dann kann ich... Meine Englischkenntnisse sind noch so gut, dass ich sogar Lachs übersetzen konnte. Ja, Lachs ist aber lecker. Mögt ihr Lachs? Ich esse gerne Lachs. Lachs ist so schön, so bei Sushi so schön oben auf dem Reis drauf. So ein bisschen Lachs, ne? War nicht schlecht. Aber Lachsbären, so. Ich hätte dann gerne mal mein Silo, Robin. Du arbeitest doch heute endlich mal wieder. Ist ja schön, ne, Robin? Einmal ein Hofgebäude errichten. Nein, 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 das nicht. Nein, nein, Silo bitte. Jawohl, bauen wir das doch mal. Wähle einen Ort. Ah. Ach so. Gut, wo stellen wir das hin? Wo stelle ich am besten den Silo hin? Ich würde sagen, stellen wir erstmal hier hinten eins hin. Da stürzt ja keinen, würde ich sagen. Dann nehmen wir auch wenig Platz weg. So. Genau. Und wie läuft das jetzt? Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Silo zu arbeiten. Das ist nett von dir, Robin. Wir können auch wahrscheinlich mit ihr normal reden, wenn wir mal rumkommen, ne? Oh, Jeremiah. Ich war ganz in Gedanken versunken. Oh, das ist ja schön. Willst du ein bisschen Dreck? Ah, ich habe noch eine Blume, die kann ich ihr schenken. Danke, das ist wirklich nett. Ja, und wie es das ist. Lachs ist geil, Robin. Und wenn wir mal Robin lachsen wollen, dann kommen wir wieder und schenken ihr noch ein paar Bären. So, jetzt wollen wir aber mal schauen, ob wir hier noch ein paar Wurmis auf dem Boden finden. Nein, jetzt will ich erstmal Samen kaufen, das war auch auf dem Plan. Dann pflanzen wir die noch ein. Und dann, ja, dann drehen wir nochmal eine Runde, ne? Aber eine Runde drehen, sind wir da dabei, alle mal eine Runde zu drehen, ne? Einmal gefahren, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Jeder ist ein Gewinner, da ist eine neue Quest, da erstmal gucken, was die von uns wollen. Gesucht Schleimjäger zum Erlegen von... Okay, wir gehen auf jeden Fall in die Mine. Wir sollen jetzt 10 erlegen, da können wir auch 4 mit erlegen. Mittwoch ist Ruhetag, stimmt, Pierre ist ja ein Arschloch. Gut, dann wird heute nichts mehr gepflanzt, dann ist heute Minentag. Ist ja ganz gut, ich will hier mal kurz in der Mülltonne. Oh, guckt mal, Müll, wie geil. Komm mal in den Mülltonnen, will doch noch mehr Müll, da ist doch herzallerprächtigst. Da ist der Bürgermeister. Hallo, Herr Bürgermeister.
Steuereinnahmen, Kosten für das Frühlingsfest, willst du eine Bohne haben? Danke, klasse, ey, ja. Ist doch scheißegal, ne? Wenn ich jetzt eine Bohne esse, dann pupse ich den noch direkt in die Steuereinnahmen, oder wie siehst du das? Sieht nach einem guten Tag zum Ballspielen aus, oder? Noch weiter, hä? Ja, ich mach nur Spaß. Ja, was auch immer der jetzt von mir wollte. Manchmal sind die Leute ein bisschen befremdlich, aber es ist halt mit Menschen so, ne? Gut, hier ist die Joja Corporation, da wollen wir jetzt nicht hin. Wir wollen jetzt auch einen Vogel. Ja, den hätte ich auch ganz gern, aber noch einer. Hui. In die Mine. Das wollte ich sagen. Haben wir auch alles dabei, was wir dafür brauchen und noch eine Bohne, die wir noch verspeisen können. Machen wir mal, dann haben wir auch mehr Platz im Inventar. Was mache ich jetzt eigentlich mit dem Müll, den ich gefunden habe? Einfach nur Abfall. Ja, es ist ja nett, dass ich bei den Leuten im Müll wühle, ne? Die freuen sich auch. Die freuen sich auch, wenn ich bei denen im Müll wühle. Da haben sie ja endlich mal einen, der da auch Nutzen draus zieht, wenn wir da mal rumwühlen. Ja, Harvest Moon kann man auch mal ausgraben. Das ist ein schönes altes Spiel. Habe ich früher auch gespielt als Kind. Ich hatte das für Super Nintendo. Danach hatte ich übrigens gar keins mehr, glaube ich. Außer doch, das für den DS hatte ich, glaube ich, mal. Aber das habe ich mir nur geliehen. Das war nie wirklich meins. Das sind noch mehr Lachsbären. Ich bin auch gerade nicht so richtig da auf dem Weg hin, wo wir eigentlich hinwollen. Aber hey, haben wir dem Penner noch mal eine Lachsbeere geklaut? Ich schenke dem mal eine Lachsbeere. Vielleicht freut er sich, ja? Niemand freut sich über Lachsbären. Niemand freut sich über Lachsbären. Aber ich kann viele davon mitnehmen. Sind ja auch ganz nützlich so. Was haben wir denn noch so, was wir haben? Harz. Ja, das bringt uns nicht viel. Ich gebe dem Penner eine Lachsbeere. Hey, willst du eine Lachsbeere? Das ist großartig. Klasse, das kann ich ja essen. Herr Mensch, das ist ja schön. Geh mal her hier. So, dann gehen wir hier mal rein. Wir sollen ja auch ein paar Schleims töten. Wir haben jetzt auf jeden Fall 4 von den Lachsbären. Das hilft uns energietechnisch auf jeden Fall sehr gut weiter. Dann können wir auch mal ein bisschen was erledigen in der Mine. Dann kriege ich vielleicht noch mal ein paar Rohstoffe. Wir hätten vielleicht... Ja, Moment, kleinen Moment. Wir haben doch jetzt den Fahrstuhl. Dann brauche ich doch nicht laufen. Hallo? 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 Moment. Hallo? Ja, danke. So. Weil hier unten auf Ebene 5, da sind ja auch schon Schleime und da ist auch schon Zeug los, während auf Ebene 1 halt nur so ein bisschen rumgehustet wird. Oh, der hat mich jetzt getroffen. Ja, egal. Haben wir hier weggehauen. So, die können ja alle nichts. Und dann mal ein bisschen Kupfer oder was es hier unten noch so gibt mitgenommen. Da geht's auf jeden Fall weiter. Schauen wir mal. Da ist noch ein grüner Schleim. Also 4 Stück soll ich davon töten, das ist ja absolut gar kein Problem. Müssten halt nur noch rausfinden, wer das in Auftrag gegeben hat, dass wir uns da noch unsere Belohnung abholen können. Weil 2 haben wir jetzt schon, noch 2 wird ja wohl kein Problem sein. Also die Quest... Ist ja absolut gar kein Problem. So. Dich mal weggelaxt. Hehe, mit den Lachsbären. So, hier gibt's Kupfer. Nehme ich. Nehme ich sehr gerne. Ansonsten, da ist nochmal ein Schleim. So. Nummer 3, live dabei. Einmal weggehauen. So, zück, zück, zück. Darauf erstmal eine Lachsbeere reingesnackt. Lecker, lecker. Das schmeckt doch gut. Dann können wir weiter. So, das ist nichts. Das ist auch uninteressant. Da drüben ist nochmal Kupfer. Den nehme ich natürlich gerne mit. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Einfach mal abgekupfert hier. Ja, 5 Stück brauchen wir für einen Barren. Wir brauchen relativ viele Barren, wenn man für einen Sprinkler jeweils auch einen Kupferbarren braucht. Aber wir brauchen halt zusätzlich noch Eisen, so dass der 4. grüne Schleim. Schön wäre es, wenn wir alle 10 jetzt gleich direkt machen könnten. Da unten sind noch mehr. Ja, ja, das ist, ich glaube, das wird kein Problem. So, nochmal einen. Ja, komm, weg mit euch, weg mit euch. Ihr könnt ja nichts. Bla, bla, bla. So. So. Dann esse ich mir nochmal eine Lachsbeere. Einmal reingesnackt. Gut. Erlege die Monster, haben wir. Jetzt müssen wir nur noch mit Louis reden. Ach, der Bürgermeister wollte das. Und tiefer in die Mine. Nee, nee, das war falsch. Jetzt muss ich hier nur noch einen Abgang finden. Okay. Jeremiah, mach einen Abgang. Ja, ja, machen wir gleich. Wenn ich denn eine Leiter finde, ne? Denn bekanntlich braucht man für einen guten Abgang auch immer eine Leiter. Hier sind noch mehr grüne Schleime. Also, wenn die jetzt wirklich so massiv vertreten sind hier, ist es ja absolut kein Problem, 10 davon auf einmal zu töten. So, einmal weg hier, so. Problem ist wahrscheinlich eher das Energiemanagement dann bei anderen Leuten. Aber das haben wir hier... Ach, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass die Leiter da ist. Muss ich ja noch einmal kaputt hauen. So. Kannst du mal aufhören, mit deinem Schwert auf den Stein zu hauen? Ich glaube, das ist eher ungesund. Verbraucht auch unnötig Energie, habe ich das Gefühl. Das muss ja jetzt nicht sein. Oh, da der Höhlenkrebs, der hat... Ja, ja, oh ja, ja, das macht Sinn, warum das jetzt hier... Blöder, blöder Höhlenkrebs, Höhlenkrebs, blöden Krebs, blöder, blöder Höhlenkrebs, Arschloch, ey. Wegen dem muss ich mir aufpassen, wegen meiner Gesundheit. Na, Hatschi, Gesundheit, na Mensch, ey. Schleimi, das ist nicht nett. Lässt du das jetzt mal? Lässt du das jetzt mal? Eingeschleimt, ja, ja. Das ist wie damals im Winter, wenn dann einer eingeseift wurde mit dem Schnee. Essen wir lieber noch mal eine Lachsbeere, sonst kriegen wir jetzt zu viel Schaden.
So ist besser. Ich denke, wir sollten vielleicht auch mal irgendwann unsere Werkzeuge als Upgrade da beim Schmied abgeben. Dafür brauchen wir ja Hofbräu aktualisiert. Was auch immer das jetzt... Aufnahme. Tritt der Abenteurergilde bei, okay. Ja, und Hofbuch ist was jetzt? Na, egal. So, auf jeden Fall hier oben nochmal geguckt. Vielleicht gibt es hier noch was Schönes. 16 Uhr ist es schon. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir hier nicht zu lange in der Mine bleiben. Auch wenn wir die energietechnisch hier alles packen würden. Vorsichtig sein, vorsichtig. Also heute können wir wahrscheinlich eh nichts mehr abgeben, weil ist halt so spät, da kommt uns dann ja wieder keiner mehr entgegen und alle sind sauer. Ja, mal weg hier. So. Ja, ich habe jetzt wenig Interesse an dir, Schleimi. Tut mir leid. An dir auch nicht. Ich will jetzt hier einfach nur nochmal einen tiefer, wenn hier nochmal irgendwo eine Leiter auftauchen möchte. Oder tauchen keine weiteren Leitern mehr auf und ich muss zurück zu der anderen laufen. Hallo. Ich würde gern abwärts, wenn ich dürfte. Nee, doch, gehen wir hier. So. Bis auf 10 würde ich schon gern runterkommen, dass wir hier wenigstens in der Mine so Fortschritt gemacht haben. Die Höhlenkrebs, das kannst du vergessen. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Wir zwei beide, wir werden heute keine Freunde. So, weg damit. Höhlenkrebs, Höhlenkrebs, Höhlenkrebs. Ich hasse den Höhlenkrebs. Der nervt einfach. Und wie er dann guckt, wenn ich ihm seinen Stein weggenommen habe. Was soll denn das jetzt? Ja, was soll denn das jetzt? Das könnte meine Line sein, Höhlenkrebs. Könnte ich dich genauso gut fragen wie du mich. Was soll das denn jetzt? So. Nochmal eine Beere reingelaxt. Ja, um 16 Uhr ist da alles vorbei. Das ist halt 1A Dorf. Auf dem Dorf ist das doch immer so. Chris, du kommst doch auch vom Dorf. Ist das bei euch nicht so, dass da um 16 Uhr dann die Bürgersteige hochklappen und keiner mehr lebt? Das muss doch so. Sonst ist das ja kein richtiges Dorf. Da geht's runter. Oh, 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 da sind interessante Sachen. Einmal hier. Und was ist das hier? Weiß ich nicht, nehme ich mit. Weg. Topaz. Oh, wie reizend. So, oh, was ist das hier? Nehme ich mit Quarz. Hoho, Quarz. Einmal richtig schön reingequarzt hier. Können wir uns dann später in die Kiste reinquarzen und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Ja, hier nochmal Kupfer. Schleimi, geh weg. Oh, hier unten gibt's noch mehr Quarz. Und noch mehr Kupfer. Hier gibt's reichlich Kupfer jetzt. Das ist gut. Nehme ich alles mit, was wir kriegen können. Jetzt haben wir 21. Das auch noch. Das hier oben auch. Ach, Schleimis, lass dir das jetzt mal. Ich habe jetzt gar keine Lust auf euch, ne? Das muss ich mal anmerken. So, ich renne jetzt einfach mal so im Kreis. Nur dann, ja, aber tschüss. Alle keine Lust hier. So. Da, perfekt. Und da ist ein Schatz. Lederschuhe. Wie schön. Können wir uns gleich anziehen. Hier. Ein Verteidigung und eine... Oh, das hilft uns sogar wirklich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, einmal raus bitte. Dankeschön. Gut, das hat sich ja schon ein bisschen gelohnt. Wir haben jetzt 29 Kupfer mitgenommen. Wir haben jetzt das mit der Abenteurergilde. Hat der vielleicht noch auf? Können wir da noch schnell sagen, ja, hallo, ich möchte gern beitreten? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, können wir sogar. Hallo. Bei denen können wir Zeug kaufen. Eine Holzklinge, die macht natürlich mehr Schaden als das rostige Schwert. Wahrscheinlich Sneakers, Amethystring, so Zeug zum Verteidigen halt. Er ist zurück. Was ist hier? Ziele fürs Monsterjagen. Töte so und so viele Gegner. Das kriegen wir auch irgendwann hin. Komm wieder, wenn du mir was zu zeigen hast, Kindchen. Ich bin ja durchaus unbegeistert von dem, was du so treibst. Ja, danke, Opa. Aus den Truhen gibt's geile Sachen. Ja, hoffe ich doch. Wollen wir auch ein bisschen was haben. Schauen wir, ob hier noch irgendwie ein paar Würmchen auf dem Boden sind. Was ist denn hier rechts? Kaputt ist hier rechts. Na so, gut. Hier gibt's nochmal eine Lachsbeere, nehme ich mit. Lachsbeeren kann man gut so für Eigenverbrauch, ne? Das ist gar nicht schlecht. Vor allem, weil die ja überall sind eigentlich. So, dann drehen wir nochmal schnell eine Runde. Vielleicht können wir ja bei irgendwem noch... Ja, nee, eigentlich nicht. Wir gehen zurück zum Hof und das passt dann schon. Schauen wir mal. Dann verbrenne ich noch ein paar Kupferbarren. Das kann man ja auch mal machen. Immer schön die Augen offen halten wegen den Würmchen, die überall sein können. Weil die Würmer, die lohnen sich ja wirklich richtig. Da kann ja alles Mögliche drin sein. Das Problem ist, ich habe jetzt kein Saatgut kaufen können, was ich eigentlich machen wollte. Aber das können wir auch morgen machen. Der Laden hat ja eh zu. Und ich konnte halt das Zeug nicht ins Museum stellen, was ich eigentlich machen wollte. Die Tage hier sind einfach zu kurz, finde ich. Ich hätte gerne mehr Zeit an jedem Tag. Naja, was soll's. Gut, nochmal die Lachsbeeren hier mitgenommen. Danke. Schön die Lachsbeeren in die Tüte rein. Sind das Würmer? Oder sieht das nur so aus? Hallo? Nee, sieht nur so aus. Keine Würmis. Gibt's nicht. So, haben wir auch Kohle? Wahrscheinlich nicht, nur doch zwei Stück. Dann kann ich hier einmal ganz kurz so flam flam. Jetzt gucken, ob ich hier noch irgendwo Würmer sehe oder so. Wahrscheinlich nicht. Sortiere ich so lange in irgendwelche Kisten ein. Kann ja so lange da mal durchbrennen. Dann passt das schon.
So, hier mal das Monsterzeug. Haben wir ein bisschen Schleim. Was haben wir noch? Eine Krabbe. Wo habe ich denn die Krabbe her? Ja, das ist ja also die Frage, wo habe ich hier einiges her? Ich habe einiges dabei, wo ich nicht weiß, wo ich das her habe. Was soll's? Ich kann halt zum Beispiel auch hier den Kupferbarren, den Lehm. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist ja mehr, als wir brauchen. Das Holz alles da mal rein. Kupfererz. Oh, ich habe noch 48 davon. Sollte ich vielleicht mal einen Barren verwandeln zum Teil. Ich meine, ich könnte auch nochmal so einen zweiten Ofen machen. Was brauche ich denn dafür? Steine auch. Okay. Entschuldigung. Ja, ich habe so eine Höhlenkrabbe adoptiert, meinst du? Ja, okay. Das ist schön. So, ich stelle mal noch so einen zweiten Brenni hier daneben. Danke, gib mal her. Ja, Moment. Den nehmen und dann hier einmal neu reinflammen. Schön. Gut, gut. Den Rest können wir hier in die Kiste reinlachsen. Das passt schon. Müll, ja, ja, haben wir jetzt dreimal, ist okay. Quarz, ja, Topaz von mir aus. Ja, das Zeug bringe ich morgen ins Museum. Hm, ja. Schauen wir mal. Kupferbarren kann auch erstmal rein. Haben wir noch zwei Stück. Gleich noch mehr. Krabbe hebe ich mir auch erstmal auf. Keine Ahnung, wofür ich die noch brauche, aber vielleicht braucht man sie nochmal. Das Harz packen wir hier mit rein. So. Das ist jetzt Eugene, die Krabbe. Ja, das, da hast du recht. Oh, ich habe noch Bohnensetzlinge. Die kann ich noch schnell einpflanzen. Siehst du mal. Das mache ich noch. Bohnen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einfach mal rein da. So, Bohnen. Dann nochmal schnell gegossen. Sieht man jetzt natürlich nicht so schön. Hauptsache gepflanzt ist, ne? Gut ist. Ja, die Kupferbarren hier raus. Danke, danke. Nein, nicht den Fußboden gießen. So. Und dann gehen wir mal lieber ins Bett, bevor der Jeremiah wieder sagt, heute war nicht so gut. Ich muss Schnorbert noch hallo sagen. Hallo, Schnorbert. Hallo. Okay, ins Bett gehen. Gut gemacht. Kampflevel up. Plus 5 HP. Das ist nicht schlecht. Und wir können jetzt einen robusten Ring herstellen. Das ist hoffentlich recht robust, ne? Schauen wir mal. Wo ist er denn? Da, robuster Ring. Kupferbarren 10, verfeinerter Quarz. Der könnte mich alle mal. Wo soll ich das denn hernehmen? So, schauen wir uns. Nein, ja, ich will nicht den Fernseher klauen. Tut mir leid. Wetterbericht bitte. Willkommen bei Kozu. Ja, eine Wetterquelle. Morgen wird's sonnig. Ja, es ist. Die haben da auch jeden Tag Wiederholung, habe ich das Gefühl. So, wie sieht's denn hier aus? Einmal ernten bitte. Parsnip, 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 Parsnip. Einmal bitte her damit. Nehmen wir uns den Spaß hier. So, dann wird gegossen, Leute. Hier den Blumenkohl auch bitte. Der braucht noch ein bisschen, aber eines Tages wird auch der fertig. Wird dann hier unten mal gegossen. Jawohl, jawohl, jawohl. Einfach alles drüber gegossen, das passt schon. Die Parsnips packe ich mir jetzt erstmal in die Truhe. Die muss ich jetzt nicht unbedingt irgendwie verkaufen oder so. Die heben wir uns erstmal auf. Sprinkler werden irgendwann mal eine Investition wert, aber dafür brauchen wir erstmal Eisen. Dafür müssen wir tiefer in die Mine, glaube ich. Schauen wir mal. Ich glaube, die ersten Sprinkler sind auch noch nicht so geil. Die wässern ja nur 4 Felder. Und dann vielleicht das Gießkannen-Upgrade, weil... Oh, kein Wasser. Wie die funktionieren, diese Upgrades, habe ich ja gesehen. Also diese Gießkannen-Upgrades, da kann man ja mehrere Felder gleichzeitig mit wässern, wenn man da ein Upgrade hat. Und das klingt für mich jetzt erstmal sogar sinniger, finde ich, das dann abzugraden. Genau, das bringen wir jetzt alles in die Stadt. Den Rest hier lagere ich erstmal ein. So. Dann, Moment. Ja, nee, nee, das passt schon. Dann gehen wir erstmal rüber in die Stadt, kaufen noch ein paar Samen, bringen unser Zeug da weg, geben die Quest ab. Ich nehme hier nochmal schnell die Bärchen mit. Und dann pflanzen wir nochmal ein bisschen was. Am besten noch mehr Parsnips oder was weiß ich. Irgendwas wird sich schon pflanzen lassen. Schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Lauch, nehmen wir. Und da oben ist noch ein Löwenzahn, nehme ich auch. Man nimmt, was man kriegen kann, ne? Gießkanne 2 Tage vom Monatsende, sagst du, weil da eh nichts mehr fertig wird. Okay, dann machen wir das so. Gut, dann schauen wir jetzt erstmal mit dem Bürgermeisterchen reden. Der wollte ja, dass wir die Schleime töten. Der hat ja bestimmt einen lieben Dankesbrief für uns. Was ist hier jetzt los? Kaufe einen Goldbarren zum doppelten Marktpreis. Bitte an mich liefern, Linus. Linus? Ist das nicht der Obdachlose? Von mir aus, ja. Dann, ja, doppelter Marktpreis. Dann gehe ich halt jetzt einen Goldbarren selber kaufen. Oh ja, ich will ja besser nicht im Müll, wenn der Typ mir zuguckt. Ne, also im Müll, da gibt es jetzt scheinbar nichts zu holen. Schade. Dachte, ihr hat irgendwer tollen Müll dabei. Hallo, guten Morgen.
Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie der unseren eine Bibliothek zu haben. Das ist schön. Willst du einen Löwenzahn haben? Nein, nicht essen. Ich will Ihnen den geben. Hallo. Danke dir, das sieht speziell aus. Ja, ich bin auch ein ganz spezieller Mann. Ja, das habe ich gemerkt. Arschloch. Gut, hier reingegangen. Hallo, ist der Bürgermeister zu Hause? Guten Morgen. Ja, ich habe erledigt, was Sie wollten. Ah, Jeremiah, du hast uns bei unserem Schleimproblem geholfen. Dankeschön. Das war hoffentlich nicht zu viel Arbeit. Die können in Gruppen ziemlich gefährlich sein. Vielleicht ist es jetzt einfach, auf Erkundungstour zu gehen. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Ja, danke, danke. Was habe ich denn dafür jetzt gekriegt? 240? Nicht schlecht. Ja, ich glaube auch, Linus ist nicht so richtig obdachlos. Ich glaube, der ist eher so einer, der sich da so lebensstilmäßig abgesenkt hat. Machen ja manche, ne? So, es soll ja so Leute geben. So, schauen wir mal, ob ich mir hier einen Goldbarren kaufen kann. Hallo, Herr Schmied, wie geht's denn so? Wie geht's, wie steht's? Das Geschäft läuft etwas langsam. Ja, das ist schön. Hast du auch einen Goldbarren für mich? Golderz hast du. Da brauche ich 5 Stück, oder? Ja, Linus, das sieht schlecht aus für dich, weil ich kaufe keine 5 Golderz nur dafür, dass... nee. Echt nicht, Linus. Das lohnt sich nämlich jetzt nicht so. Du kannst gern einmal wieder was zu essen haben, da freust du dich doch eher. So, dann hier mal kurz gespendet. Hallo, ich habe da was zum Spenden. Wie sieht's denn aus? Ich habe hier so einen Hundeschädel. Hundeschädel sind doch schön. Stellen wir die Fossilien mal hier hinten hin. Neue Belohnung. Und hier so ein altes Werkzeug. Ist doch schön, ne? Nicht wahr, Gunther? Das freut dich doch. Belohnung abholen. Was hat er denn? Oh, Melonensaat. Wächst in 12 Tagen. Wächst im Sommer. Okay, ja, dann können wir das jetzt noch nicht. Dann müssen wir noch bis zum Sommer warten. Also nicht schlecht. Weil 12 Tage haben wir, glaube ich, im Frühling auch nicht mehr. Können wir mit Gunther auch reden, ohne so um den Tresen rumzugehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist der Gunther. Ja, ich weiß, die Geode, die brechen wir jetzt noch auf. So. Guck mal, hier ist noch eine Mülltonne. Kann man mal ein bisschen drin wühlen. Gib mir Zeug. Hier gibt's nichts. Okay, schade. So, hallo. Ich würde mal gerne meine Geode aufmachen lassen. Was denn da mal drin? 10 Kupfererz. Okay, damit kann ich leben. Definitiv. Danke. Tschüssi. So, denn wollte ich noch Saatgut kaufen? Also welches, was ich jetzt auch noch anpflanzen kann? Wie viele Tage haben wir denn noch? 28 Tage hat das hier, ne? Dann haben wir noch 10 Tage. Da können wir, gut, wir müssen was Frühlingsmäßiges anpflanzen. Hallo, spielst du immer noch Ball? Okay, danke. Was habe ich ihm jetzt gegeben? Ach, wieder so eine Beere. Ach, die finden die nicht geil, die Beeren. Da war was. Die Luft wird langsam wärmer. Ich bin so aufgeregt. Ja, ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Hier steht, wer wann Geburtstag hat. Heute hat Pam Geburtstag. Ja, Pam, die kriegt von mir jetzt einen Mann, nämlich einen Lauch. So, Pam, wo bist du? Bist du in deinem Wohnwagen? Pam, ich schenke dir jetzt einen Lauch zum Geburtstag. Wie sieht das aus? Hier, Pam, kriegst du mal einen Lauch. Für meinen Geburtstag? Danke. Ja, bitte, bitte. Wollt ihr jetzt den Lauch nicht haben, oder wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Oh, da hat doch mein Herzchen jetzt hier, ne? Schön, die haben alle so ein Herzchen, die mögen uns jetzt so ein bisschen mehr. Ich habe auch gelesen, wenn man mit denen ein bisschen mehr redet, dann mögen die einen auch allgemein mehr. Also auch reden verbessert die Beziehung ein bisschen. Also sollten wir das auch ab und zu mal machen, auch wenn die nur Stuss erzählen zum Teil. Zum Beispiel hier, hallo Abigail. Oh nein, mein Vater kocht heute das Abendessen. Ach so. Willst du dann keine von diesen Lachsbeeren? Bock auf eine Lachsbeere? Was soll ich damit anfangen? Na, Lachsen! Undankbares Pack. Die wollen halt echt nicht die Lachsbeeren haben, ne? Oh, jetzt habe ich einen Bodensetzling gekauft. Den wollte ich gar nicht. Na egal, haben wir Boden. Pastinaken sind Parsnips auf Deutsch. Schau, Mensch, haben wir wieder was gelernt. Wollen wir mal Kartoffeln pflanzen? Kartoffeln hatten wir noch nicht. Nehmen wir mal 10 Kartoffeln. Was haben wir noch? Grünkohl. Grünkohl hatten wir auch noch nicht. Mal 5 Grünkohl. Zierlauch hatten wir auch noch nicht. Machen wir mal ein bisschen Zierlauch. So, und dann war es das. Da haben wir nämlich kein Geld mehr. Aber Moment, ich kann Pierre ja hier die Lachsbeeren. Da gibt ja gar kein Geld für. Pierre, du Arschloch! Ich will ein bisschen Geld haben hier für mein Zeug. So. Dann pflanzen wir den ganzen Spaß nochmal ein und dann schauen wir, was ich noch machen lässt. Ich meine, wir sollen noch tiefer in die Mine. Da haben wir heute aber nicht so viel Zeit. Für Tiere aufziehen wird nichts, bevor wir nicht so einen Stall haben. Aber was wir mal machen könnten, ist mit der Sense jetzt das Gras so weghauen. Wir schauen nochmal, wie es bei uns so vorangeht. Da ist ein Eichhörnchen. Ja, das wäre jetzt eine Schande, wenn ich meine Axt dabei hätte und ihm den Baum da weghauen würde. Kann er froh sein, dass ich die zu Hause gelassen habe. Hätte jetzt nämlich Ärger gekriegt. Der kleine Schlingel. So, dann pflanzen wir mal. Also wir haben jetzt hier ein bisschen Platz. Dann kann ich hier erstmal ein paar Kartoffeln pflanzen. So. Kartoffelis. So, dann habe ich noch 5 von dem Zeug hier. Das war Grünkohl, glaube ich. Dann mal gucken, ob das nicht wächst. Einmal gegossen alles. Ich meine, das mit dem Gießen geht ja recht fix, wenn man sich ein bisschen anstrengt. So. Ich meine, da haben wir den Vorteil, wir haben die River Farm. Wir können ja überall die Kanne nachfüllen, egal wo wir pflanzen. Ich meine, später können wir ja hier, glaube ich, alles so ein bisschen in alle Richtungen ausweiten. Da ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir überall ein bisschen mehr Wasser haben. So. Ich pflanze die einfach mal hier in die Felder. Ich meine, da haben wir ja eh schon so eine Ecke. Sieht zwar jetzt ein bisschen komisch aus, aber es war eh schon platt oder sowas, also was soll's. So.
Und den Rest müssen wir in die Kiste tun, weil den können wir jetzt noch nicht pflanzen. Ich habe noch einen so einen Bodenstängel. Das können wir hier eigentlich mal so ein bisschen abgrenzen, dass wir hier einen so einen Durchgang haben. Das macht für mich Sinn, also dass hier so der Durchgang ist, dass man hier so durchgehen kann, um hier rauszukommen und hier noch die Bohnen. Ja, das passt mir gut. So können wir das machen. Und dann die Lachsbeeren, die hebe ich mir für die Minentour auf, denke ich. Dann. Das hier mal rein. Das Kupfererz dann in den Ofen. Nein, nicht Lachsbeere essen. Ich hätte gern mal meine Kohle. Dann brenne ich nämlich das Kupfererz einfach mal durch. So. Und dann, ich gucke erstmal, wie es mit dem Silo läuft. Das wird garantiert noch nicht fertig sein. Moment, da sind Würmer. Einmal die Würmer weggehauen. Hühnerstatue. Geil. Ist die fürs Haus? Wo habe ich das denn jetzt her? Was mache ich mit der Hühnerstatue? Habe ich jetzt den Teppich geklaut? Können wir die mal wieder hinstellen? Ich will die Hühnerstatue. Was mache ich denn? Was ist das für eine geile Hühnerstatue? Ich meine, was mache ich damit jetzt? Die ist geil, aber... Okay. Sei es drum, wir haben eine Hühnerstatue. Hallo Schnorbert. Du hast bestimmt auch Durst. Einmal so. Hallo Schnorbert. Lieber Schnorbert, ich mag den. So, dann haben wir hier mal das hässliche Zeug platt. Das muss ja jetzt nicht so aussehen. Da ist Robin. Fröhlich am Arbeiten. Sieht doch so glücklich aus, wie sie da arbeitet. Wir bauen dir einen schönen Ding. Ein Silo. Im Bau. Reden wir sie mit uns nicht? Ja, die ist auch am Arbeiten. Da will ich sie jetzt auch nicht stören. Was mache ich denn mal? Während sie arbeitet, ich lasse das Gras mal ein bisschen wachsen, weil wenn wir das Gras wegsäbeln, wenn wir ein Silo haben, kriegen wir Heu, wie ich das mitgekriegt habe. Und das wäre schon nicht verkehrt. Was können wir denn mal so craften eigentlich? Lagerfeuer brauchen wir nicht, den Ring brauche ich nicht, noch so ein Schmelzofen erstmal auch nicht. Mayonnaise-Maschine klingt interessant, dafür brauchen wir noch einen Erdkristall, da haben wir jetzt nichts von. Eisenbahn haben wir auch nicht, Treppen. Benutzen sie um eine Ebene Minen, ja, das ist so eine Pokémon-Mystery-Dungeon-Treppe, das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Käferfleisch, Pflasterstein, ja, bla bla bla. Alles schön und gut, Hühnerstatue ist ein Artefakt. Von mir aus. Moment. Saat wollte ich noch ganz hier drüben packen. Und hier, ja genau, hier sollten eigentlich noch die Werkzeuge rein. So, machen wir das mal so. Pack hier noch die Hühnerstatue rein. Kohle wieder hier rein. So. Kupferbarren haben wir 6 Stück inzwischen. Die sammeln sich langsam. So pflanzenmäßig sieht es auch ganz gut aus. Also wenn sich das ein bisschen sammelt, wäre das auch nicht verkehrt. Ach stimmt, die habe ich ja mal randaliert. Ups. Dann, Moment, ich nehme mal die Angeln mit. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen am Pier angeln. Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Questmäßig ist gerade eher uninteressant, was wir hier so haben. Moment, da drüben blubbert's. Ich will in dem Geblubber angeln. Ich glaube, im Geblubber angeln klingt gut. Vielleicht gibt es da einen seltenen Fisch oder so. Wo ist meine Angel? Schnell. Ab ins Geblubber. Wo ist es? Da. Okay, Moment. Und... los! Ach, das reicht nicht. Na komm schon. Komm schon. Gib! Die Hühnerstatue dem Gunther geben? Das meine ich. Will mir die ins Haus stellen. Die kriegt der Gunther nicht. Aber ich wette, wenn ich genau in dieses Ding da reinwerfen würde, würde ich bestimmt einen seltenen Fisch kriegen und nicht so eine durchgeweichte Zeitung. Aber irgendwie ist das nicht so erreichbar von hier. Das von hier vielleicht? So. Ein bisschen schräg hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch! Oh! Treffer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Schwarzbarsch! Jawollo! 38 cm! Maximum! Nein! Wirf in das Geblubber da! Das ist doch viel besser! Dafür kriege ich was! Okay, dann kriegt der Gunther die doch! Aber halt heute nicht mehr, weil der hat jetzt schon wieder Feierabend, der Junge. Der hat halt echt keine Arbeitsmoral, der Freund. Fisch! Komm jetzt! Ich sagte Fisch, keine... Warum entsorgen die scheinbar ihre Zeitung alle auf meinem Hof? Bin ich in Ordnung. Ich beschwere mich beim Bürgermeister. Die kriegen was zu hören von mir. So, den war hier unten mal eine extra Runde. Ja gut, aber jetzt ist es zu spät gleich. Ist ja egal. Hat der hier noch auf? Hier, die Mani Ranch oder wie die hier heißen? Hallo? Hallo? Na? Ich sollte nicht mit Fremden reden. Hast du gerade gemacht. Hi, brauchst du etwas? Ich bekomme vielleicht ein paar neue Tiere in der Zukunft. Magst du Lachsbären? Oh, ich nehm's, wenn's sein muss. Scheinbar nicht. Mögen die Kinder Lachsbären?
Ist das ein Geschenk? Oh. Warum mag keiner die Lachsbeeren? Das gibt doch bestimmt hier so Zufriedenheitsabzug, wenn ich das mache. Oh, übel. Ist verschlossen. Ja, schade. Hier noch, geil, mehr Lachsbeeren. Ich meine, die wachsen ja auch an jeder Ecke, ne? Das kann ich verstehen, dass das jetzt nicht so interessant für die Leute ist. Aber es ist halt schon ein bisschen traurig, ne, wenn die mir sagen, oh, Scheiße, will ich gar nicht haben eigentlich. Und ich meine, ich kann sie selbst gut gebrauchen. Ich meine, ich muss die ja nicht verschenken. Guck mal, hier können wir ein paar... Ich meine, jetzt selten sind die wirklich nicht. Schaut mal, wie viel man hier sammeln kann. Hier noch was... Nein, nicht essen. Moment. Machen wir mal auf 7 so. Dann fragt er mich auch nicht, ob er was anstellen will, weil dann hat er kein Item in der Hand. Aber schaut mal, wie viel man hier mitnehmen kann. Das ist schon ziemlich gut. Da noch. Hier noch. Hier noch. Kann man echt gut aufrüsten, wenn man halt so Food für sich selber braucht. Aber ansonsten sind die halt, glaube ich, echt nichts wert, die Lachsbären. Lass mal einen Löwenzahn. Nehme ich. Nein, nicht den Löwenzahn essen. Nur die Lachsbären. Du kriegst keinen Löwenzahn. Löwenzahn verschenken geht nämlich schon. So Blümchen fanden die nämlich doch eher ganz schön alle. Aber so Lachsbären, naja, ja, voll scheiße. Oh, das ist nochmal so ein hier, milder Meerrettich. Ich nehme was. Nein! Ja, das mal hin, dass er hier nicht gleich alles mitnehmen, also nicht, was heißt mitnehmen? Mitnehmen ist gut, dass er nicht gleich alles aufessen möchte, so meine ich das. Und wisst ihr, der findet was und ich sage ihm, okay, heb jetzt noch was auf und er so, das, was ich schon hab, aufessen? Nein, 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 nicht aufessen, aufessen! Ja, nein, ja, scheinbar schon. Oha, hier geht das ab. Frühlingszwiebeln, Frühlingszwiebeln, jawohl, Hauptgewinn. Frühlingszwiebeln und Lachsbeeren. Hier unten mal Zeug zu sammeln, ist auch relativ lukrativ, kann man sagen, oder? Also das ist ja schon nicht schlecht. Hier gibt's Beeren und Frühlingszwiebeln und was auch immer. Und daher, da gibt's Abwasser, da wollen wir jetzt nicht hin. Sind das Würmer? Nee. Ich brauche immer noch mehr Würmer, weil diese Würmer sind eigentlich ziemlich klasse. Also da mal so eine Hühnerstatue rausziehen oder ein paar Bücher. Also immer die Augen nach den Wurmis offen halten. Die Wurmis sind der Hauptgewinn, auch wenn man es gar nicht glauben mag. So, dann drehen wir mal so in die Stadt ab. Vielleicht wir gehen mal in den Saloon. Vielleicht sind ein paar Leute, mit denen wir uns unterhalten können. Ich meine, Pam, die Alkoholikerin, hat heute Geburtstag. Ich wette, da steigt im Saloon eine Nummer. Schauen wir mal, was da los ist. Mit meinen 11 Credits schmeiße ich da mal eine Runde. Wollen wir mal gucken. Kann ich auch mal Müll wühlen? Hallo? Hier ist nichts drin, scheiße. Hallo? Oh, Kiefernzapfen war da im Müll. Wer schmeißt denn sowas weg? Kiefernzapfen sind doch klasse. Ich habe mich verlaufen, also nicht wirklich, aber der Saloon, ne, da, ich, ja, hier. Hallo. Na, wie geht's, Leute? Da ist Pam. Na, Pam, wie geht's dir an deinem Geburtstag? Ich habe mir schon den ganzen Nachmittag drauf gefreut. Ja, geil. Na, und dir? Hey, du siehst aus, als könntest du einen Getränk vertragen. Ich habe kein Geld. Ich hoffe, du achtest bei deiner Arbeit auch auf die Umwelt. Das Ökosystem des Tals ist sehr empfindlich. Woher ich das weiß? Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ja, ich achte schon auf das Ökosystem, keine Sorge. Nicht wahr, Herr Schmied? Du solltest deine Werkzeuge verbessern, ich kann das Geld gebrauchen. Schloch, ey. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Warum sind die denn alle so unfreundlich? Die hassen uns, oder? Die hassen uns alle. Na, wir haben schon ein Herz bei einigen Leuten, bei Elliot auch. Ich muss da mal angeln im Sewer. Müssen wir mal schauen. Zweiten Wohnsitz im Sewer, das klingt doch gut. 22 Uhr, wir können noch eine Runde drehen, mal irgendwelchen Leuten Hallo sagen, vielleicht bei Pam einbrechen. Müssen wir mal sehen, was sie so machen lässt. Oh, hier ist nicht sonderlich viel Interessantes in der Südstadt. Hier nochmal an den Strand, vielleicht kann man noch ein paar Muscheln mitnehmen. Hallo. Da sind Würmer! Würmer! Ein Buch! Schön. Ein verlorenes Buch der Bibliothek. Da sind noch mehr Würmer. Würmer! Ein Stein. Eine Muschel. Eine Herzmuschel sogar. Das ist was ganz Besonderes. Das ist nicht nur irgendeine Muschel, das ist was Besonderes, ja? So, ist Elliot zu Hause? Nein. Okay, Entschuldigung. Bin ich zu Hause, aber ich will keinen Besuch. Ja, habe ich mitbekommen. Und dann machen wir es mal auf dem Heimweg. Wenn wir zu spät ins Bett gehen, dann weinen sie wieder alle. Lauf, Jeremiah! Sei pünktlich im Bett! Du brauchst deine 6 Stunden Schlaf. Das ist halt echt nicht so viel, ne? Dann mal lieber wirklich schnell nach Hause, wenn das wirklich nur so wenig Schlaf ist, das er da kriegt. Ja, das ist ja, kann ich verstehen, dass die Energieleiste dann leer ist. 6 Stunden Schlaf ist nicht viel. Lauf, 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 lauf! Wir wollen rechtzeitig im Battle sein! Und mit dem Battle meine ich jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie noch fighten heute Nacht. Nein, wir gehen einfach schlafen. Das ist mein Battle hier. Der Battle mit der Schnarchcouch. Ein täglicher Kampf, den wir auch dringend führen müssen. So. Gute Nacht, Schnorbert. Ja, gute Nacht.
Hofarbeit Stufe 3, auch nicht schlecht. Gießkanneffektivität, Hackeneffektivität, das heißt, wir verbrauchen, glaube ich, weniger Energie, wenn wir die benutzen. Können ein Bienenhaus herstellen, und Bienen mag ich. Und haben Geschwindwachs und eine Bauernmahlzeit. Also können wir jetzt herstellen, glaube ich, ne? Haben wir jetzt nicht gekriegt irgendwie. Hallo? Was sagt denn der Wetterbericht? Oder der Wahrsager, komm. Ja, ich kann die Geister flüstern hören. Die sind eher neutral, ne? Das ist ja eher eine Neutralen manchmal, ne? Aber muss man auch mal schauen, wie das ist, ne? Das ist ja immer so ein bisschen esoterisch, da weiß man nie so recht. Manchmal ist das vorne und manchmal hinten. Und so richtig weiß das halt auch keiner. Aber wenn du die Geister hören tust, ne? Die, wenn die dir aus dem Arsch blasen, dann ist es halt manchmal schon ein bisschen interessanter. Dann ist das auch alles ein bisschen direkter. Aber wenn das halt nicht der Fall ist, dann musst du halt eher auf die esoterische Schiene warten und hoffen, dass die Geister mal was machen. So, ich habe hier mal ein Böhnchen gepflückt. Schön. So, das Hofarbeit jetzt ein bisschen hochgeht, finde ich ganz angenehm. So, und die ganzen Pflanzen, die wir hier haben, die werden alle im Sommer sterben. Schön, ne? Und manchmal ist das so. Es ist Cycle of Life. So, erstmal alles gegossen hier. Das ist so erste Amtshandlung jeden Tag, dass wir mal alles gießen müssen. Manchmal muss das, aber die Musik dazu ist ja ganz schön. So, jetzt müssen wir nachfüllen. Wasserkanne ist leer. Dann sagen wir auch Schnorbert noch guten Morgen und gießen seinen Napf voll. Sonst weint der. Norbert mag das gar nicht, wenn er morgens nichts zu trinken kriegt. Da muss er nicht aus dem Bach trinken, da fällt er manchmal rein. Dann ist er richtig angepisst. Aber das kriegen wir ja nicht mit. Wir sind ja meistens nicht zu Hause. So. Alles mal durchwässert. Denk süß. Gut. Genau. Dann alles mal einsortieren, was wir hier noch so haben. Ja, noch einen Brief. Jeremiah, ich habe eine Bitte. Ich brauche einen frischen Blumenkohl für ein Rezept, das ich ausprobieren will. Könntest du mir einen bringen? Jody. Ja, ist unterwegs. Wächst ja, wächst ja. Machen wir, Jody, machen wir. Wenn es denn dann mal fertig ist. So, hier mal das ganze Zeug, was wir halt so haben, mal rein. Wobei ich behalte mal so ein paar Qualitätsbohnen dabei und so eine Frühlingszwiebel und den Löwenzahn, falls da irgendwer mal ein Geschenk haben möchte. Den Schwarzbar schaue ich da noch mit rein. So, dann haben wir noch einen Stein. Das sind eher so Standard-Items, die kommen hier mit rein. Wasserzeitung auch. Ja, schön, gut. Wasserzeitung. Angel brauche ich jetzt auch heute auch nicht. Ich nehme mal die Sichel mit und das Huhn, das wollen wir ja in die Stadt bringen. Gut. Gegossen ist, jetzt kriegt der kleine Schnuffi hier, der kleine Schnorbert noch, sein Trinki. Ja, trinken ist gut, trinken ist gut. Ja, ja, stay hydrated, kleiner Kater, stay hydrated. Sag mal, wie jetzt? Die hat das Ding an einem Tag gebaut, das hat die doch alleine gemacht. Na, ich meine, ist gut, dann kann ich jetzt immer das Gras weghauen. Und dann kriegen wir Heu, schaut mal. Oh, das geht gut. Das geht ab. Dann können wir uns demnächst vielleicht mal überlegen, mal so eine Bahn zu craften, wo wir dann auch Tiere reintun können. Wenn ich jetzt wirklich das Gras hier einfach weghauen kann und wir da wirklich was für kriegen, dann würde ich hier südlich von unserem Häusli auch nochmal kurz das ganze Gras weghauen. Ich meine, momentan nehmen die Läden eh noch nicht auf. Die brauchen ja alle mal ein bisschen. Ihr kennt das ja. Ist bei denen hier immer nicht so. Das ist ja bekannt. Aber wenn wir hier mal kurz alles ins Heu verwandeln, ich meine, das wächst ja eh nach. Haben wir eine relativ lange Energieleiste, da kann man das auch mal nutzen, so. Weil ich wette, so viel Heu zu haben, kann man schon gebrauchen. Kann man irgendwo sehen, wie viel Heu im Silo drin ist? Oder muss ich da irgendwo... Weiß ich nicht. Für eine Bahn brauche ich mehr Geld. Ja, okay, dann sparen wir halt. Weil ich werde definitiv hier mal das ganze Heu mitnehmen. So. Das war doch schon mal schön. Das reicht mir dann auch erstmal an Heu. Gut, ja, so von dem, was wir hier gepflanzt haben, reicht mir das auch hin. Das ist genug. Sieht auch schön aus, unser kleiner Garten. Ich glaube, ich craft uns mal eben... Wobei, ich würde meine Restenergie jetzt mal zum Bäumefällen noch benutzen. Die mal wieder rein. Also mal auf den ersten. Genau, und dann crafte ich mit dem Holz nochmal schnell ein paar Zäune. Wo sind sie denn? Normale Zäune. Die da. Ich will jetzt hier meinen Zaun an der Seite mal fertig haben. Das soll ja auch schön aussehen. Gut, das macht es zwar umständlicher, hier durchzukommen, sieht aber schöner aus, finde ich jetzt. Also mir gefällt das jetzt. Tor kann man zum Beispiel zumachen. Haben wir hier unseren kleinen Garten und unten geht es dann halt weiter. Das finde ich eigentlich ganz schön so. Also das könnten wir eigentlich noch ein bisschen weitermachen. Ich habe das Holz noch im Inventar. Dass ich jetzt halt sage, also einmal noch ein Tor. Und noch ein paar Zäune, so. Und dann halt hier unten nochmal so rum. So was weiß ich, so. Und dann, ja. Irgendwie so. Kann man auch ein Doppeltor? Ah ne, das tut's. Ah, das tut's erstmal so. Das passt erstmal so. Sieht besser aus als vorher, finde ich. Vielleicht kann man hier noch die Claywege oder so mal machen. Ja, ja, das passt schon. Packe ich erstmal rein, so.
Dann gehen wir gleich in die Stadt. Ja, nee, ich gucke jetzt nicht, wie das mit dem Silo funktioniert. Das machen wir. Ich bringe jetzt die Hühnerstatue weg. Wir gehen in die Stadt, reden mit den Leuten. Verschenken die Blümchen, die wir haben oder so. Geben noch irgendwie ein Böhnchen-Tönchen. Ich meine, wir haben ja Geschenke verteilt, aber ein paar Leute haben noch nichts gekriegt. Ne? Einige haben was gekriegt. Fand es zwar nicht so geil, aber heißt ja nicht, dass sie nichts gekriegt hätten. Ich bin ja hier relativ großzügig. Ich verteile ja meinen Reichtum auch an die Armen. Auch wenn ich selbst nur 11 Credits besitze. Oder Gold oder wie das hier auch immer heißt. Hallo, ich gehe mal rein. Hallo, Herr Arzt. Wollen Sie eine Bohne haben? Nein, okay. Schade. Ich gehe mal rein. Hallo. Grüne Bohne essen? Nein. Ich wollte nur durch. Hallo, arbeitet hier sonst keiner? Mensch. Ist ja schade. Da ist so ein Poster. Hier nicht die Grippe kriegen. Juckt die Nase, dann frag mal nach. Morgen hat Shane Geburtstag. Der hat gesagt, ich soll mich verpissen, also kriegt der kein Geburtstagsgeschenk. Ach, scheiß drauf, der kriegt trotzdem eins. Abigail, magst du Bohnen? Du hast Abigail schon 2 Geschenke gegeben. Ach, schade. Abigail, hallo. Ich habe gerade erst realisiert, dass Freitag ist. Och, Mensch, Abigail! Du hast ja scheinbar nicht so viel zu tun im Leben, wenn du das gerade erst mitgekriegt hast. Das Geschäft läuft eher schleppend, seit Julia in die Stadt gekommen ist. Es ist schwer, mit ihrer Auswahl mitzuhalten, aber du bist billiger. Wieso solltest du Probleme haben, wenn du einfach 1A billiger bist? Katalog, Tapete, du verkaufst doch einige schöne Sachen. Ich meine, ich könnte meine Lachsbären hier auch verkaufen, aber die geben irgendwie kaum Geld und sind viel besser dafür, dass wenn ich mal in die Mine gehe. Hallo? Na? Das Essen vom Julia-Markt ist vielleicht nicht das gesündeste für meine Familie, aber bei solch niedrigen Preisen wäre es verrückt, woanders einzukaufen. Hier ist eine Bohne. Danke, das versüßt mir meinen Tag. Bohnen sind doch lecker. Hier, Herr Arzt. Herr Arzt! Ich will dem Arzt eine Bohne geben. Bohnen sind gesund für den Darm. Hier! Das ist so ein nettes Geschenk, dank dir doch. Ja, ja, siehst du? Der Arzt, der liebt auch Böhnchen. Liebe, wir alle lieben Böhnchen. Und jetzt kriegt noch einer einen Löwenzahn geschenkt. Ob der will oder nicht. Der nächste, der hier kriegt, der kriegt. Der kriegt richtig. Und zwar einen ganzen Löwenzahn. Den machen wir uns mal auf den Weg zur Bibliothek. Zur Not schenke ich das Gunther. Ich meine, wir haben auch eine Beziehung mit Gunther, oder? Bestimmt. Wo ist denn Gunther? Gunther! 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 Guten Tag, Gunther. Ist Gunther gar nicht aufgelistet? Gunther führt keine Beziehung zu Menschen. Gunther ist nur so ein Typ in... Ja, nee. Macht er nicht. Macht er nicht. Wieso sollte er auch zwischenmenschliche Beziehungen pflegen? Das wäre ja irgendwie schwul. nehmen wir das hier mal mit. Ich meine, schwul geht ja hier auch. Wir haben auch gar kein Problem mit. Oh, da sind die Kinder. Hallo, Gunther. Dem Museum spenden. Wer ist denn mit der Hühnerstatue? Wo stellen wir uns die denn mal hin? Also, die braucht den besten Platz im Haus. Hier unten im Qualitätsraum. Okay. Bisschen, Gunther. Es sieht so aus, als ja, ich habe nichts zum Spenden. Ja, tut mir aber leid. So, Kinder spielen noch gerne mit Blumen. Wie weiß, wenn ich dem Kindchen hier eine Blume schenke? Haben wir schon, okay. Der Lehrerin. Penny hat auch schon 2 Geschenke gekriegt und dem Jungen. Für mich? Wow, danke. Bitte, bitte. Die mögen doch alle Geschenke. Ja, so Geschenke verteilen ist, glaube ich, ganz gut, um die Beziehung aufzuleveln. Weil wenn wir, glaube ich, die Beziehung leveln, kriegen wir bestimmt auch ein bisschen Hilfe von denen irgendwie später mal. Das ist ja so, eine Hand wäscht die andere und wir haben, glaube ich, noch genug Zeit und Energie im Moment. Bevor ich das sage, hallo, na? Ein schöner Tag, nicht wahr? Ja, bitte, hier hast du eine Blume. Nein, 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 nein! Ja, Entschuldigung! Ein schöner Tag! Ja, schön, nicht wahr? Die Blumen duften so schön. Blumen sind scheiße, mir! Ich gehe schon wieder in die Mine und vergrab mich. Entschuldigung, dass ich so nett sein wollte. Scheiß drauf, ey. Ich schenke jetzt dem Obdachlosen einen Lauch, der freut sich wenigstens. Ich fühle mich gekränkt. Ich fühle mich wirklich gekränkt. Ich schenke dem Obdachlosen... Hallo. Hey, entschuldige, wenn ich gerade nicht gut drauf bin. Ich bin ein wenig ausgelaugt von der Arbeit gestern. Magst du Frühlingszwiebeln? Oh, das ist für mich? Ich werde es einfach dort drüben hin... Ja, okay, dann halt nicht. Gut, dann gehen wir halt in die Mine. Kriegt der Obdachlose nichts zu essen? Ist halt manchmal so, ne? Manchmal kriegt der Obdachlose nichts zu essen. Ich hau hier nochmal den Baum weg. Aber in die andere Richtung, damit er nicht mehr ins Wasser fällt. Manchmal ist das halt... Ich glaube, die Belohnung kriegst du nicht jedes Mal, wenn du spendest, sondern immer, wenn du eine gewisse Summe an Gegenständen gespendet hast. Und ich glaube, endgültig musst du sowieso alles spenden, um alle Belohnungen zu kriegen. Ich glaube, so funktioniert das. Bin ich mir aber auch nicht sicher, weil ich bin halt absoluter Neuling in dem Spiel. Aber so klingt das halt für mich vernünftig. Also es hört sich halt die ganze Zeit so an, als wenn es so funktioniert. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich hau so lange hier auch mal die Tanne um.
ein bisschen Zeug hier haben, ein paar Tannenzapfen oder so. Die sollte man auch mal aufheben, weil die braucht man für die geilen Müsli-Riegel, die man sich da craften kann. Da braucht man die und die beiden anderen Seeds, die man kriegen kann. Und dann kann man sich so ein richtig fashion Snickers-Müsli-Riegel craften und das geht dann ab. Einmal nach 10, bitte. Hier gibt's nichts. Okay, dann mal weiter runter. Oh, hier sieht's schon wieder ein bisschen anders aus. Ich hau hier mal kurz weg. Hallo. Na, Käferfleisch. Käferfleisch. Käferfleisch, Käferfleisch. Ich glaube, ich sollte vielleicht erstmal so eine Lachsbeere oder zwei essen. Am besten mal zwei. Njom, 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 njom. Dann können wir hier auch in Ruhe Zeug weghauen, ohne dass ich mir Gedanken machen muss. Ich hau mal so einen großen Stein weg. Ich mal sehen, was ich dafür kriege. Ein Haufen kleine Steine, okay. Oh, hier ist Hauptgewinn. Kupfer. Kupfer, Kupfer. Also mein Ziel jetzt ist es nochmal auf Ebene 15 runterzukommen. Ich denke, das ist noch machbar. Das sind ja nur 5 Level. Das können wir schon hinkriegen. So, und derweil halt noch ein bisschen Kupfer mitnehmen. Das brauchen wir auch für die Sprinkler und für ein paar andere Sachen sicherlich auch. Ich hau hier so lange die grünen Schleims nochmal weg. Jetzt mit der Mehrverteidigungsrüstung geht das auch gut ab. Und ich glaube, ich mache auch mehr Schaden. Was das denn? Ey, 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 ey. Mistvieh, ey. Gleich erstmal was essen hier. Lachsbeere. Lecker. Was brauche ich eigentlich, um mir so einen Bienenstock herzustellen, jetzt wo die hier gerade da war? Bienenstock braucht Holz, Kohle, Eisenbarren und Ahornsirup. Ja, Eisenbarren ist halt irgendwie schwer. Oh ja, ja, ja. Oh ja, hier geht das ab. Hier geht das ab. Ich gehe weiter runter. Gar keinen Bock auf die Viecher. Die haben richtig Lust. Ich auch. Nee, ich nicht. Die können mich mal. So, ist hier irgendwas Interessantes? Kann ich die Minecart-Schienen mitnehmen und dann bei mir auf dem Hof verlegen? Das wäre eigentlich ganz schön. Glaube ich nicht dran, aber wär schon gut, wenn das geht. So, einmal den Schleim weggeglibbert. Kann ich das Minecart ausräumen? Da ist ja Kohle drin. Oh, jawohl. Dann hier nochmal weiter. Schön ist da. Oh, was ist das? Das sieht gut aus. Das ist ein Amethyst? Jawohl. Den sollen wir Abigail schenken, aber der haben wir schon 2 Geschenke gegeben, also müssen wir bis nächste Woche warten. Aber mir wurde gesagt, ich soll Abigail unbedingt einen Amethyst geben, am besten zu ihrem Geburtstag oder so. Schauen wir dann mal. Hebe ich mir auf jeden Fall erstmal auf die Edelsteine. So, da geht's auf jeden Fall dann weiter runter, das ist schon mal gut zu wissen. Ich esse mir nochmal so eine Lachsbeere. Die sind echt nützlich, weil die überall sind und man kriegt einfach wirklich viel, um sich damit aufzufreschen. Ein bisschen frisch durch Lachsbeere. Ist ja nicht schlecht, hier ist nicht mehr wirklich viel, ne? Was war das denn für ein Wurm? Ey! Was ist denn mit dem los? Lässt du das? Das sind mehrere? Hallo? Komischer Wurm, ey. Weiter runter. 14. Einen noch, dann haben wir's. Und hier unten hat irgendwer sein Radio vergessen. Hier ist auf einmal Musik. Ja, die komische Fliege, da hauen wir einfach mal kaputt. Deine Mitbewohnerin, die Blauhaarige, die Emily. Ja stimmt, von der sieht man immer nicht so viel. Ich glaube, die ist abends immer in der Bar, dann sieht man die, aber ich gehe halt nie in die Bar. Weil ich irgendwie keine Lust auf Pam habe. Schauen wir mal. Ich will mich am Laufe des Streams hier, oder des Let's Plays, oder wie man das auch mal nennen will, ja auch mit allen Dorfbewohnern mal ein bisschen besser anfreunden. Weil die bestimmt ja auch mal ein paar interessante Sachen zu erzählen haben, wenn man sich auch erstmal mit denen angefreundet hat. Dann erzählen sie dir nicht so Sachen wie, heute ist ein schöner Tag oder ich mag Ball. Sondern vielleicht auch mal irgendwas aus dem echten Leben. Wie zum Beispiel, ich mag Ball, weil mein Papa mich nie geliebt hat. Oder, ja, heute ist ein echt schöner Tag, außer die Tatsache, dass mein Ehemann mich verlassen hat oder sowas. Das ist ja dann schon eher interessant. So, danke. Oh nein. Nein. Geh mal weg, ey. Ist so eine Lachsbeere. Ist noch so eine Lachsbeere. Kack auf die Mücke, die dich angreift. Die hat gefälligst zu warten, bis wir die ganze Beere weggelachst haben. Ja. Hau ab! Hau ab! Sag da, hau ab! Verpiss dich! Ja. Nein! Nein, mein Kupferherz! Nein, Mietz! Böse Summ! Okay. Ich komme da nicht noch so eine von. Die gehen mir richtig auf den Geist. Kommen die jetzt jedes Level? Das wäre jetzt aber nicht so schön. Sind die so standardmäßig? Wenn du zu lang in der Ebene bist, dann sieht das hier nicht so gut aus. Ey! Ey! Mach einen Kopf zu! Mistviecher, ey. Ey. Oh, jetzt hier 2 Stück. 3. Oh, oh, geil. Geil. Hier geht's richtig los. Hier geht's richtig los. Hier geht's richtig, richtig los. 4. Oh, schön.
5! Oh, ja, das ist ja richtig klasse hier. Mücken-Action, Mücken-Action. 6! Och, och, ja, jawohl. Jetzt, bevor ich sterbe, erstmal noch so eine Lachsbeere reingesnackt. Was soll denn das? Ah, ihr Mistviecher, was soll das denn? Jetzt ist aber auch mal ruhig hier. Oh, meine Güte. Das tat jetzt echt nicht Not. Ich will doch jetzt hier bloß noch schnell in die nächste Ebene rein. Aber das gibt's nicht, nee. Ich will doch bloß den Fahrstuhl bis 15 frei haben. Ist mir egal, ob ich später nach Hause komme. Ja, hier, danke. Dankeschön. Danke, danke. Und dann schnell nach Hause. Meine Güte, was war das denn? Ab und an passiert das mal, ja, schön. Hätten sie nicht 2, 3 Stück getan? Nee, kommen gleich 6 Stück. Ja, pssst. Ja, jetzt bist du, ja. Das ist wie hier dieser eine Cartoon auf YouTube mit der Biene. Ne? Sitzt die Blume da? Pssst. Ich bin eine Biene. Du wirst gefickt. Ja, und das war ich. Ich war die Blume. Das sind Würmer? Nee, es sieht alles immer nur so aus, aber es sind eigentlich gar keine Würmer. Ich werd gefickt. So, einfach mal kurz nach Hause. Wir haben noch 50 Minuten, was halt so 10 Sekunden sind gefühlt, aber ich check mal, ob ich im Silo sehe, wie viel da drin ist. Nee. Heuballen, ach doch. 74 von 240, ja, das ist gut zu wissen. Da geht noch. Da ist noch Luft nach oben. Definitiv und tief ist da noch Luft nach oben. Aber jetzt legt sich unser Freund Jeremiah Jebediah erstmal auf die faule Farmerhaut. Hat er sich auch verdient, hat einen anstrengenden Tag hinter sich. Guten Tag, Schnorbert. Wetterbericht für morgen nochmal. Klar und sonnig. Ja, das hätte ich auch anders erwartet. Ins Bett, bitte. Dankeschön. Und gespeichert. Aber dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Stardew Valley für alle auf YouTube. War nett, wir haben einiges geschafft. Unser Garten ist größer geworden. Haben ein Geburtstagsgeschenk verteilt. Heute hat Shane Geburtstag dann. Und dann schauen wir mal. Und im Stream bis gleich. Wir gehen kurz in den Titelbildschirm. Und ich mache ein bisschen Musik an. Und dann machen wir jetzt kurz Pipi-Pause. Und ich esse nochmal einen kleinen Moment.